Ladies and Gentlemen, gratulieren Sie recht herzlich diesem Let's Play dafür, dass es auch dass die tatsächlich fabulöse Leistung erbracht hat, 100 Parts lang zu gehen, beziehungsweise jetzt offiziell länger als 100 Parts lang zu gehen, denn in diesem Part schaffen wir nicht den Rest, den ich mir vorgenommen habe, aber ich hoffe dann doch den Großteil. Im letzten Part haben wir eine Crossmark gefangen und es direkt in unser Team aufgenommen und das kann sich gleich mal bezahlt machen. Gut, eigentlich nicht, jetzt setze ich mal Quaiutsu nach vorne. Ja, ich hoffe wirklich, dass ich es an diesem Abend endlich zu Ende bringe. Dafür müssten mir die 5 Parts eigentlich reichen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, also, wir werden auch in den nächsten Parts so ein bisschen das letzte Revue passieren lassen. Und das eigentlich nicht, also warum sollte ich es tun? Sorry, ich bin da ein bisschen verwirrt. So, Level 59, also wir sind jetzt ganz klar woanders. Achso, stimmt, die Pokémon sind schwächer. Ja, ich habe gerade gedacht, 69 wäre stark, aber sind sie ja nicht. Okay, wir haben es tatsächlich fast besiegt. Und was auch immer das mit Autonomie zu tun hat, ich denke mal nicht viel. Gut, wir hätten auch Nachthieb einsetzen können. Hätte es nicht den großen Unterschied ausgemacht. Aber so ist es wenigstens besiegt. So können wir es zu Grabe tragen. Ja, ja, ist gut. Also ich finde, generell soll ich vielleicht mal meine Meinung abgeben zu diesem Freundschaftsakt. Also ich weiß nicht, warum muss man denn das Ash-Quaiutsu ausgerechnet tatsächlich noch einbinden? Ich meine, ich finde es generell komisch, dass man etwas außerhalb der Spiele gemacht hat, extra für den Anime. Ich finde, es hat sich nicht so gut rentiert und jetzt kämpfen wir nochmal gegen Donario, war ja eins dieser blöden Herrscher-Pokémon. A Ruler of the World! Nee. Das ist jetzt nicht unbedingt. Ja, das ging schnell. Also ich frage mich generell, wie das möglich ist. Das Ding ist doch, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ist das Teil wirklich stark? Guck mal Leute, das hat 16 Level Unterschied zu unserem Pokémon und es hat uns einfach so fertig gemacht. Das könnt ihr mir nicht erklären. So, setzen wir einfach mal Prisma Laser ein und dann war's das. Ja, aber jetzt erzählt mir doch mal, was hat dieses Teil mit Psycho zu tun? Ich finde relativ wenig. Und ja, wie fandet ihr es so, die legendären Pokémon? Das macht überhaupt keinen Sinn, nur weil es schwebt, ohne dass Wasser irgendwie da ist. Kann, also, soll das bedeuten, dass es fliegen kann? Ich glaube nicht. Ja, also ich finde es relativ seltsam, dass es hier so wenig legendäre Pokémon gibt und vor allen Dingen nur neue legendäre. Also das war ja in Pokémon Schwarz und Weiß noch dadurch verkraftbar, dass es halt so viele gab, aber hier gab es ja nur, wirklich nur 4, wenn wir jetzt die Ultra-Bestien abziehen, oder? Ich weiß gar nicht. Eigentlich nicht, es gab 6, also mit den dem Cover-Pokémon und dem mit Necrozma und den 4 Schutzpatrons oder Patronen, ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist, könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. 6 Stück. Und ich hätte mir Heil-Items kaufen können, aber ich habe es nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, da ich denke, dass wir sie nicht brauchen. Ich meine, wir haben ja noch genügend Beleber. Es ist zumindest für meinen Geschmack genug. Dann gibt es jetzt nämlich noch 2 große Kämpfe und dann war's das. Dann kann ich das jetzt endlich beenden. Ne, ohne Scheiß, ich freue mich echt. So, jetzt sind wir hier an der Küste von Pony. Also ich spreche es immer falsch aus, ich muss Pony sagen, weil Pony, das ist My Little Pony. My Kinky Pony. Nee. So, da kommt man irgendwie über Umwege hoch. Seltsam. So, was blinkt da eigentlich? Ach so, das. Oder was die ganze Zeit diese Geräusche macht. Das ist etwa ein verbauter. Wie nennt sich das? Radar. Ich weiß nicht. So, Zygarde. Okay, da geht es für uns noch nicht lang. Also da haben wir jetzt hier diese eine Tussi da, gegen die wir schon mal gekämpft haben. Das war, glaube ich, der leichteste von diesen 3 Kämpfen in der Ultra-Bestien-Story. Deshalb hoffe ich, dass dieser Kampf jetzt umso besser wird. Also nicht gegen
sie, sondern gegen diese beiden Heinis jetzt. Ich finde es auch so komisch, dass man ausgerechnet auf solchen Trend aufspringen musste, hier Smartphone-Trainer. Vor allen Dingen, habt ihr das mal gemerkt? Pokémon ist irgendwie richtig diskriminierend, wenn man es so nimmt. Weil, habt ihr jemals in diesem Spiel einen Trainer gesehen, der Linkshänder ist? Also, jetzt nur so nebenbei, no racism anymore, aber kein einziger Linkshänder? Weil, ich gehe mal davon aus, dass man den Pokéball mit der Hand wirft, mit der man auch schreibt. Damit halt genügend Kraft aufkommt und so weiter. Ich verstehe es generell nicht. Warum hat man uns Menschen so gemacht? Oh mein Gott, das ist ein gutes Thema, ein gutes biologisches Thema. Warum hat man uns Menschen so gestaltet, dass wir mit der einen Hand richtig viel können und die andere Hand so richtig handicapped ist, beziehungsweise die nur greifen kann? Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Studie dazu? Oder hat sich irgendein Wissenschaftler mal auf diesem Gebiet beschäftigt? Und schon wieder verwirrt. Also Necrozma ist unser Verwirrungsopfer. Ich hält ihn aber trotzdem nicht auf, den Prisma-Laser einzusetzen. Also ich finde das schon sehr seltsam, dass man nicht gesagt hat, gut, jetzt geben wir halt den Menschen zwei Hände, mit denen er was machen kann. Also wir haben doch schon zwei Hände. Also ist die zweite Hand praktisch nichts anderes als das Komplementärstück, welches halt nun mal da ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen. Oder näher damit beschäftigen, eher gesagt. Sag mal, diese Kämpfe, die laufen aber nicht in 30 Fraps ab. Das sind wenige, oder? Höchstens in 30 Fraps. Also Bilder. Für die, die nicht wissen, was Fraps heißt. Ist eigentlich Videospielfachwissen, aber I don't take this information for granted. So, jetzt ist Cryo mal besiegt. Oh Gott. Oh my gosh. Ja, dann versuchen wir es einfach mal so mit einem Ladungsstoß. Oh Gott, es trifft sogar den. Ist ja furchtbar. Ach so, durch dieses Elektrizitätsfeld. Interessant. Ja, trotzdem kommt Prisma Laser durch. Ja, das war kein so toller Kampf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut, mich hat ja auch keiner nach meiner Meinung gefragt. Also daher ist es schon okay. So, jetzt gleich mal hier. Den Hammer raushängen. Nee, nicht den Hammer raushängen. Sondern einfach nur ganz normal heilen. Meine Güte. Ist das denn nicht möglich? So, vielleicht sollten wir wirklich mal was tun für eine gute Wasserattacke. Das ist mir dann doch sehr wichtig. Haben wir überhaupt was? Was in den Bereich Wasser geht. Wirbler, nein. Sag mal, haben wir keine einzige Wasser-TM. Das ist ja der Wahnsinn. Zudem sind die überhaupt nicht nach Nummern sortiert. Also ich hätte so gemacht, dass sie das automatisch nach Nummern sortiert werden. Das soll ich mal Psychokinese hier beibringen, damit da auch wirklich was gut ist. Ich glaube, der kann offensiv relativ wenig, außer diesen Prisma-Laser. Ja, bringen wir auch mal Kreuzschere bei. Kann er nicht schaden. Alles ist besser als das, was der hat. Kann der auch irgendwie Eis? Nee, kann er nicht. Der kann Steinhagel, das ist cool. Ich würde sagen, so lassen wir das dann mal. Oder wer kann den Erdbeben erlernen? Auch Necrozma, super. Also vielleicht wäre es interessant gewesen, weil Necrozma genauso wie Mew ein Psycho-Pokémon ist, dass es so ein Pokémon ist, welches halt praktisch alles erlernen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, solche Overmighty-Pokémon möchte Game Freak nicht mehr machen. Ich glaube, das ist denen zu doof. Und das ist mir auch zu doof hier. Den können wir zum Glück entkommen. Sieht so wirklich so aus wie eine Band, mehr oder weniger.
If you know what I mean, so. Dena you no love, oh, sniff. So, Kometstück. Ja, du bist doch dieser Junge, der mich zu einem Bild inspiriert hat. Ich würde dich ja zeichnen, aber ich erhole mich noch von meinen letzten 100 Skizzen. Die anderen Trainer auf der Route habe ich auch bereits besiegt. Aber keiner hält mich, hat mich genug gefordert, es ist mir langweilig. Dabei möchte ich doch nur kämpfen. Ja, wie wäre es mit dir, okay? Ich hab schon gedacht, die will jetzt gegen uns ernsthaft kämpfen. Aber nee, das tut sie dann doch nicht. Wir geben uns lieber weiter auf dieser Route. Ich find's persönlich so schade, dass die auf der Karte sehen die Gebiete viel größer aus, als sie schlussendlich sind. Das sind halt schlussendlich lineare Routen. Also ich find's ja schön, dass man es so weiter hingestaltet, wie man es gestaltet hat bisher, aber... Ja, dass man das dann auf der Karte so proportional vergrößert hat, das gefällt mir nicht so sehr. So, du machst mich hier nicht nach. Ich warne dich. Ich weiß nicht, was hatte Kwajutsu davor für eine Fähigkeit? Hat jetzt praktisch keinen Sturzbach mehr. Porygon Zed als Anspielung auf War Z und Terror Z und Dragon Ball Z und Final Fantasy. Nee. Vielleicht muss man wirklich darauf achten, ob da irgendwie Linkshänder dabei sind. Weil es wäre voll diskriminierend. Also, ich weiß nicht, ich bin zwar persönlich kein Linkshänder. Das sind ja die allerwenigsten. Aber deshalb sollte man die nicht gleich hier... Das ist genauso wie die Sache bei Tomodachi Life. Gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter. Das muss in Zukunft toleriert werden. Oh Gott, stimmt ja, dieses Pokémon, das verfolgt mich in meinen Albträumen. Genau deswegen, Kostümspuk. Also ich weiß nicht, wo kann man das überhaupt fangen? Kann man das in diesem Laden fangen? Das macht mir voll Angst. Weg mit dir, du verfolgst mich in meinen schlimmsten Albträumen. Es hat überlebt. Aber das basht mich nicht. So, dafür gibt es verdient Level 76, dass wir diesen Albtraum überlebt haben von Pokémon. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich finde auch die Story dahinter, dass man darum so einen Hype macht. Dass Lennificate dieses Pokémon sogar noch als sein absolutes Lieblings-Pokémon ansieht. Was witzig ist, ja, Lugia ist so ein Pokémon, das mein Lieblings-Pokémon ist. Und das hat auch einen Grund. Weil man gegen es nie kämpfen muss, wenn ein Gegner kommt. Also ich habe zumindest noch keinen gegnerischen Pokémon-Trainer gesehen, der... Okay, es ist eine Linkshänderin. Es ist eine Linkshänderin. Okay. Wobei, doch nicht. Sie hat den Pokéball mit der rechten Hand geworfen. Ah. Ja, also ich meine, in Zelda gab es ja mal so eine Szene. Oder in Zelda, da gab es ja mal ein Spiel... Link in der einen Version, also in der Gamecube-Version war er Rechtshänder und in der Wii-Version war er Linkshänder. Ja genau, Twilight Princess. Das war dieses eine Spiel.
Ich finde es auch so komisch, dass man das jetzt tausendmal remaken musste. Wisst ihr warum? Ich weiß es nicht. Oder nee, man nicht, da, oder halt, dass man jedes Zelda-Spiel irgendwie remaken musste. Also auf der Wii, Wii U gab's. Okay, da gab's eigentlich nur zwei Remakes, aber ich finde, warum Twilight Princess und Ding. Wind Waker. Gut, es gibt nicht großartig anders, aber man hätte doch Skyward Sword wenigstens portieren können oder so in der Art, ich weiß nicht. Was meint ihr denn da so? Also ich freue mich ja persönlich auf Breath of the Wild, auch wenn ich es mir wahrscheinlich erst auf der Switch kaufen werde, zu der ich mich noch nicht geäußert habe. Trombok, yeah, I am Groot. Es hat sogar überlebt, interessant. Ich verstehe nicht, warum besiegt uns sowas? Wir sind 14 Level über dem Scheißteil. Oh Mann, ich glaube, ich spinne. Also dafür muss ich jetzt diesen paar... Achso, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. So, einmal Psychokinese und du bist weg. Okay, nicht ganz. Oh Gott, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch so eine Feuerattacke durchstehen. Ja. Muss ich gereinigt werden, oh mein Gott. Bevor er noch mein Display zerkratzt. Okay, Grandiras ist okay, wir das haben sowas sogar was sehr Effektives. Wir hatten etwas sehr Effektives. Jetzt haben wir es wohlgemerkt nicht mehr. Wenden wir einfach mal Naturzorn an. Oh Gott, ich überziehe den Part jetzt sowas von, aber gut, es ist ja auch der 100. Part. Da kann man sich ja sowas erlauben. Und ich weiß nicht, was der Sinn bei Naturzorn ist. Kann mir irgendjemand die Asymmetrik von dieser Attacke mal erklären? Ja, es ist auch vom Typ Kampf. Ach man, ich hab's doch selbst gefangen, da müsste ich doch eigentlich sowas wissen. Nun ja, besiegt ist besiegt. Ja Leute, das war der 100. Part. Und im nächsten Part geht's weiter wie immer. Bis zum nächsten Mal und schau halt die Ohren steif und denk dran, Freundschaft ist Magie.